Are you not talking? My name is Jeff. 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 Obligatorisches Reinlaufen ins Bild, weil man signalisieren will, dass man gerade ein Video anfängt. Ja, auf jeden Fall. Was geht, meine werten Zuschauer? Willkommen zu einem weiteren Video. War ich schon mal frustriert bei einem Bossfight? Ich schon. Deswegen geht bei dem Controller hier zum Beispiel die L2-Taste nicht mehr. Und hier ist die L2-Taste kaputt. Außerdem ist das hier mein dritter PS3-Controller. Also, ja. Ihr fragt euch jetzt sicher, ob ich ein Wutproblem habe. Und, ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen viel. Aber darum geht es heute nicht. Denn da ich heute Bock habe, mich aufzuregen, stelle ich euch heute mal die absolut frustrierendsten Bossfights vor, die ich bis jetzt je erlebt habe. Ich weiß nicht genau, wie viele Bossfights es ungefähr werden, aber ich denke, es werden mindestens 3. Eigentlich gibt es keine Regeln bei dieser Art von Liste, außer dass ich nichts kaputt machen darf, denn es werden sehr viele unterdrückte Erinnerungen hochgeholt und wenn das vorbei ist, hole ich mir einen Stressball. Ah ja, und YouTube hat jetzt diesen Restricted Mode, der praktisch nicht nutzerfreundlichen Content blockt und in dem Modus fehlt bei mir so gut wie alles nach der Lilo und Stitch Review. Klar, ein Gamefact ist noch da und ein paar andere, aber... Und mit ein paar anderen meine ich meine Rayman Review, meine Shovel Knight Review, die sind beide nämlich noch da und 2 Gamefacts. Der Rest ist einfach weg. Meine Werbungsvideos, mein Jackie Chan Video, aber das hat auch Kant im Titel, ich glaube deswegen ist es weg. Und die Oddwood Review. Ich wollte eigentlich nochmal was dazu sagen, weil irgendwie vor der Kamera habe ich das nicht richtig rübergebracht. Ja, weiter geht's. Und ich glaube, YouTube will einfach den 2015er Bloodleafs zurück, ihr wisst schon. Der immer viel zu laut ins Mikrofon geatmet hat und einfach seine Stimme so brutal erzwungen hat, dass sie sich angehört hat, als würde er gleich einschlafen. Crash Bandicoot wurde von Naughty Dog entwickelt, dem Machern von Uncharted und The Last of Us. Qualitätsvideos. So, aber ohne weitere Zeit zu verschwenden, fangen wir an. Die Bossfights in Rayman 1 sind eigentlich recht cool. Auch wenn die gegen Ende viel zu schwer werden, haben die trotzdem eine Art Spaßfaktor. Und keinen, ich werde mich umbringen, nein, wirklich, ich werde es tun. Komm noch einen Schritt näher und ich hack mir eine Kugel in den Kopf. Faktor. Wo kam das jetzt her? Und an sich ist Rayman 1 schon ein frustrierendes Spiel. Aber der Boss hier ist wirklich das Schlimmste. Die Space Mama, oder auch Noodle als Wikinger Lady, wie ich sie so schön in meiner Review des Spiels genannt habe, ist einer der letzten Bosse im ersten Rayman. Die hat eine Waschmaschine, mit der sie dauernd in den Kampf kommt. Und schon hier fangen die Probleme an. Seht ihr die 3 Kugeln da oben? Ja, das ist mein Leben. Und ihre Waschmaschine macht Schaden. Aber natürlich wird es einem nicht gesagt. Weswegen man schon aus Prinzip 2 Hits kassiert, wenn man scheiße steht. Und jetzt ratet mal, was für ein Faktor dieser Bossfight hat. Naja, auf jeden Fall kommt sie da raus und greift mit ihrem Nudelholzlaser an. Glaubt mir, ich verstehe das gerade auch nicht. Die Stelle ist eigentlich noch recht einfach, obwohl man sehr schnell draufgehen kann, wenn man nicht eine Ahnung hat, wie der Boss funktioniert. Und das muss man so ungefähr 4-mal wiederholen. Aber danach geht's schon los mit dem Bullshit. Erstmal lässt die Alte überall Töpfe spawnen, die platzen und dann in 2 Richtungen fliegen. Und wenn das nicht genug ist, lässt sie eine ganze Reihe davon auf einen los. Und stell dich mal vor, das ist noch nicht mal das Schlimmste. Denn das kommt erst, wenn man dieses Topfmassaker hier überlebt. Jetzt versteckt sie sich hinter der Waschmaschine und am Anfang weiß man nicht wirklich, was man machen soll. Aber das Ziel ist es, die Waschmaschine. Ich habe wirklich Waschmaschine geschrieben. Aber das Ziel ist es, die Waschmaschine zum Überhitzen zu bringen. Dass sie dann aus dem Screen jumpt und einen potenziell noch mehr Schaden reindrückt. Aber ich bin dem Ganzen Gott sei Dank ausgewichen. So, aber jetzt nochmal zu der Phase. Die kann wirklich fucking random sein. Die macht immer einen kurzen Strahl unten und einen langen Strahl oben. Aber wenn man mal Pech hat, wie ich zum Beispiel, kommt auch ein langer Strahl unten, man ist nicht bereit dafür und dann wird man am besten noch von dem Strahl gekillt. Okay, ich reg mich jetzt nicht auf. Jedenfalls wird es nach diesem Shit lächerlich einfach, sie zu besiegen. Ich bin so fertig mit diesem Boss. Ich meine, nur um Gameplay für dieses Video aufzunehmen, habe ich eine Stunde gebraucht. Für ein paar Level und den Boss. Übrigens war das Level, in dem der Boss ist, auch nicht wirklich das leichteste. Beziehungsweise es war die reinste Shitshow. Bis ich vom Anfangslevel zum Boss selbst gekommen bin, habe ich locker 12 Leben verloren. Und nochmal 18, als ich diesen Müll versucht habe. Der Boss ist einfach so fucking schwer, das ist schon lächerlich. Ach ja, und ich hatte keine 50 Leben am Anfang, weil ich gut war oder so. Ich habe einfach ein Passwort benutzt. Als nächstes kommt ein Boss aus dem Spiel Bloodborne, um genau zu sein, dem DLC. Das fucking schwer ist. Ich meine es ernst. Der letzte Boss aus dem DLC hat mich so eingeschüchtert, dass ich bei jeder Attacke zusammengezuckt bin. Aber das hat auch mehr mit der Schnelligkeit des Bosses zu tun und seinem unmenschlich ekligen Schrei. Aber heute geht es nicht um den weisen Knaben von Koss
oder eher Fuckboy von Koss. Roasted! Sondern um Lawrence, der erste Viker, aka dem absolut angebelletsten Boss im gesamten Spiel. Aber bevor ich zu meinen Erfahrungen mit dem Bossfight komme, will ich noch sagen, dass ich Leute gesehen habe, die den ziemlich schnell down gekriegt haben. Aber ich persönlich habe einfach 15 Stunden gebraucht. Aber ich kann mich rechtfertigen. Der Grund dafür ist eigentlich ziemlich einfach. Ich meine, okay, ich weiß wirklich nicht, was bei dem Boss schief lief oder warum ich so viele Probleme mit ihm hatte. Er ist im Grunde nur eine verstärkte Version vom ersten Boss, der Kleriker-Bestie. Nur, dass sie in Flammen steht und einen emotional schädigen kann. Das ist aber nun zum Grund, warum er mich so sehr frustriert. Und wieso ich halt 15 Stunden für ihn gebraucht habe. Also, der Fight ist in zwei Phasen unterteilt. In der ersten Phase macht er Standardangriffe, Kombos und macht mehrere Feuerattacken, die eine ziemlich hohe Range haben. Aber es ist noch relativ angenehm, wenn man das Moveset kennt. Aber schlimm wird's, wenn er dreiviertel Leben verloren hat und er erstmal schön seine Beine verliert. Was am Anfang eigentlich nach was Gutem klingt. Es ist aber genau das Gegenteil. Er ist doppelt so schnell wie vorher, obwohl ihm die Beine fehlen. Ich glaube, die Entwickler verstehen das Konzept von Beine verlieren nicht. Und er bewegt sich, indem er auf den Boden schlägt und Umkreisschaden macht. Außerdem kann er jetzt auf einmal Lava kotzen, die eine etwas größere Range hat und etwas länger am Boden bestehen bleibt. Aber das ist nicht mal das Schlimme. Das Schlimme an dem Fight ist nämlich, dass die Lava extrem viel Schaden macht und einen nicht rausjumpen lässt, sobald man von der erwischt wird. Ich liebe es besonders, wenn man gerade zum Angriff ansetzt, weil man ihn fast umgebracht hat und er dann einen brutal in den Boden stampft. Das war fair. Ich liebe Videospiele. Das ist ein Problem. Und das macht diese Phase total unfair. Das heißt, dass ich immer wieder diesen ekligen Weg zum Boss laufen durfte. Und die Tür wird von diesem Spacken bewacht, der immer wieder respawnt. Der ist fucking aggressiv und lässt nicht locker. Das hat die Sache halt gleich tausendmal frustrierender gemacht, weil ich nur, um den Boss zu versuchen, diesen irrsinnig schweren Weg gehen musste. Ich habe zwar irgendwann einen schnellen Weg gefunden, durch die Area zu kommen ohne Probleme, aber das hat nicht immer geklappt. Ich habe so lange für den trainiert, verschiedene Möglichkeiten gemacht. Ich war am Ende gegen Level 200 und habe den immer noch nicht down gekriegt. Und kleiner Fun Fact: Als ich den Boss geschafft habe, waren auch ein paar Freunde hier bei mir, während ich das gespielt habe. Die haben mir moralischen Support gegeben oder mich down als Noob bezeichnet, sobald ich bei ihm gestorben bin, nur um mich zu triggern. Ich werde das nicht vergessen. Wirklich nicht. Und als er down gegangen ist, habe ich so laut, er ist tot, geschrien. Aber wirklich laut, okay? Das hat man überall gehört. Draußen ist eine Bushaltestelle, direkt vor meiner Haustür. Da waren Leute und die haben das auch gehört. Ich meine, sogar meine Eltern haben es gehört. Und die waren derzeit im Erdgeschoss. Ich wohne im zweiten Stock. Auch noch war meine Wortwahl nicht so toll. Er ist tot. Man hätte da auch alles Mögliche reininterpretieren können, was ich persönlich eigentlich ziemlich lustig finde. Meine Wortwahl war halt echt nicht gut, aber ich war halt übelst froh, dass er nicht tot war. Auf jeden Fall ist das alles nur passiert wegen dem Bloodborne-Boss. Und dann am Ende kam dann der Fuckboy. Ich dachte nicht, dass ich jemals wieder über diesen Scheißhaufen reden muss, aber einer der frustrierendsten Bossfights muss der letzte Fight gegen Plankton in SpongeBob Schwammkopf, Planktons fieser Roboschütz sein. Oh Junge. Allgemein sind die Bosskämpfe in dem Spiel einfach ziemlich schlecht, weil es praktisch immer der gleiche Shit ist. Nur, dass sich die Attacken gleich ändern. Wow, statt einen Strahl abzufeuern, schießt der eine jetzt Kugeln. Super. Game of the Year! Ich meine, sogar das Modell von dem Boss sieht total ähnlich aus. Das ist eigentlich nur ein Roboter, den man gereskinnt hat. Anders kann man das nicht sagen. Und die Entwickler waren fucking faul. Dieses Spiel, allein schon das Spiel frustriert mich, okay? Das hat nichts mit dem Bossfight mehr zu tun. Das Spiel an sich frustriert mich extrem. Aber im Vergleich zu den anderen Bossfights, die ich bis jetzt genannt habe, ist der hier nicht frustrierend, weil er schwer ist. Nein, es ist, weil man ihn nicht nur einmal besiegen muss, indem man die R1-Taste gedrückt hält und diesen überhaupt nicht auffälligen roten Kreis ausweicht. Ich meine, er ist ja praktisch gar nicht auf dem Screen. Ist das deren Ernst? Nein, die hauen einfach noch eine zweite Phase drauf, in der er Hände bekommt und aus dem roten Kreis einfach rote Rechtecke werden. Außerdem hat man das Gefühl, als würde die Lebensanzeige einfach doppelt so lang brauchen, um leer zu gehen, weil die Entwickler einen so lange es geht in diesem Dünnpfiff von einem Spiel festhalten wollten. Und am Ende hat es trotzdem nur 3 Stunden gedauert, das durchzuspielen. Das war es eigentlich schon. Es ist simpel, viel zu einfach und man drückt vielleicht 2 Knöpfe im gesamten Fight. Es ist langweilig. Anders kann man das nicht ausdrücken. Ach ja, und die zweite Phase habe ich praktisch nur besiegt, indem ich in der Mitte stehen geblieben bin und die ganze Zeit auf ihn drauf geschossen habe. Er hat mich mit seinen Attacken irgendwie nie erwischt. Und ich sag's euch, das ist einfach Gameplay vom Feinsten. Ich weiß halt echt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es ist wirklich einer der schlimmsten Bossfights, die ich je durchmachen musste. So, meine werten Zuschauer, das waren die frustrierendsten Bosse, denen ich jemals begegnet bin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist ein etwas lockereres Video geworden, aber ich persönlich fand, dass es eine ziemlich coole Idee ist. Ich habe sie jetzt nicht von irgendeinem anderen YouTuber geklaut, die Idee.
Wohin soll ich denn wegrennen? Nee, aber hattet ihr irgendwelche frustrierenden Bossfights bis jetzt? Und kennt ihr die überhaupt, die Bosse, über die ich geredet habe? Schreibt es mir ruhig in die Kommentare. So, aber das war's von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Egal, was ich mache. Bis dahin, ciao.